Moin, Servus und guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Donkey Kong Country Tropical Freeze. Ja, wir machen weiter mit Welt 1A Hop Hop Hurra! Genau, dem ersten Secret Exit Level. Und beim letzten Mal haben wir das Spiel begonnen. Und ich bin immer noch im Hype. Ich habe immer noch richtig Bock drauf. Und ich habe rausgefunden, dass so eine Folge rendern bisschen länger dauert, wenn es 25 Minuten lang ist, so wie die letzte Folge. Ich kann dir mal was sagen. Ich habe die letzte Folge gestern um 15 Uhr habe ich angefangen zu rendern. Also am 26.06. um 15 Uhr habe ich angefangen zu rendern. In 1045p und 60 FPS. Ja, Facecam und Video ist eine einzelne separate Datei. Und wann war das Video fertig gerendert? Um 17.30 Uhr oder so? Bisschen doof. Und dann, will ich das hochladen? Das dauert schon irgendwie eine dreiviertel Stunde. Weil 3 GB, weil große Datei. Und dann habe ich noch gewartet, damit es verarbeitet, auf wenigstens HD, damit man das angucken kann. Und das hat dann auch nochmal eine Stunde gedauert. Bedeutet, ich habe 4,5 Stunden gebraucht, um dieses dumme Video zu veröffentlichen, nachdem ich es geschnitten hatte. Deswegen nehme ich diesen Part jetzt um 11 Uhr auf, weil Wochenende gerade ist. Und hoffe, dass ich das dann heute ein bisschen früher kriege. Weil ich würde gerne 2 Tage ineinander das Let's Play bringen. Ne? Genau. Und das Level hier gerade, das ist ganz schön schön. Und die Musik ist auch schön. Ja genau, das war jetzt mal kurz eine Story zum ersten Part, der dann tatsächlich sehr gut einkam. Kann ich mich nicht beschweren, 50 Aufrufe. Und die Kommentare. Ich merke schon, dass das Spiel gemocht wird. Also nicht nur ich mag das Spiel, sondern auch ihr. Das finde ich doch toll. Ich meine, es ist auch ein erster Part. Ein erster Part kommt immer krank an. Schauen wir mal, wie es in diesem Part läuft. Dann weiß ich ja, wer dieses Let's Play hier verfolgt. Das ist schon was lustiger mit dem zweiten Part. Da weiß man immer bloß, ob es geschaut wird oder nicht. Da wird es mal nicht geschaut, dann wird es wieder geschaut, ist immer lustig. So, hier ist jetzt eine Banane, die einfach wegfliegt von mir. Ich würde gerne hinterhergehen. Und solche Lianenpassagen, sagen wir mal. Die gab es in DKCR auch nicht. Gab es eigentlich diese Bananen in DKCR? Gab es die da? Nee. Ich glaube, das ist auch neu. Bin mir aber nicht sicher. Naja, egal. So, ich gucke auf jeden Fall, dass dieser Part heute nicht 25 Minuten wird. Ich werde auch wieder 2 Level schaffen, mindestens. Aber diesmal gibt es ja keine Intro-Sequenz und so. Das müsste alles schneller gehen. Und ich versuche auch nicht zu langsam zu sein. Schon alles angucken und so. Auf alles eingehen. Aber halt nicht zu langsam. So, Puzzleteil Nummer 2. Es gibt 5. Hier haben wir den ersten Checkpoint. Alles klar. Mal schauen, wie lange wir es hinkriegen ohne Squawks. Bin ich echt gespannt. Weil es gibt halt echt so Puzzleteile in jedem Donkey Kong Spiel oder halt in Donkey Kong Country Returns und in Tropical Freeze, wo man halt Squawks braucht, weil man da nicht drauf kommt. Man kann da nicht drauf kommen ohne Squawks. Das ist immer so ein Problem. Alter, guck mal, wie ich dem ausgewichen bin. Holy shit, das war auch ein Pixel. Ups. Bisschen close, aber so nicht. Aber so ein Spaß. Ja, ich hab so Bock. Ich werde heute auf jeden Fall 2 Parts aufnehmen, damit es schön aktiv kommt. Muss immer mit rechnen, dass es 2 Stunden rendert. Ja. Oh nein, da hätte ich bestimmt alle Puzzleteile machen. Alle Bananen hätte einsammeln müssen. Oh oh. Ja, das ist schon das N. Das ist schon das N. Und wir haben erst 2 Puzzleteile, glaube ich. Oh Gott. Ich glaube, wir brauchen schon Squawks hier. Oh, ein Bonus. Oder? Ja, Bonus. Gut, dann ist hier das dritte Puzzleteil. Ich habe immer noch Hoffnung, weil es gibt ja immer noch ein G. Achso, kann das Level bestimmt noch irgendwie ein bisschen länger gehen. Wir haben immer noch Dixie. Haben die eigentlich schon mal verloren? Die haben wir schon mal verloren, ne? Die haben wir, glaube ich, im zweiten Level schon mal verloren, okay? Und haben wir die mal verloren? Wir haben die mal verloren. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir die bis jetzt... Haben wir überhaupt schon... Ja, wir haben schon 3 verkassiert. Aber erst einen. Und wir haben immer noch die Spezialattacke, wo wir dann Herzen kriegen können. So, da oben ist nur Loot. Das ist jetzt nicht so wichtig. Wir gehen hier einfach mal weiter. Bots, Bambi, Boom. Bam. Und zweiter Checkpoint. Das ist gut, dann kommt noch ein bisschen was. Ich habe immer noch Hoffnung, dass ich nichts verpasst habe. Genau. Schön alles angucken, auch der Hintergrund und so. Sieht echt schön aus, so Tempel-like so. Älterer Tempel. Das ist Shop-Hop-Hurra, Jungs.
So. Runter. Oh, ich weiß doch, was als G kommt. Da muss man auch timen. Leben. Dankeschön. Wir haben schon 33. Oh, oh. Okay. Okay, 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 okay. Ich krieg nichts dafür. Oh, da ist ein Puzzleteil. Richtig timen, es war close, aber wir haben es. 4 von 5. Noch ein Checkpoint. Ich habe immer noch Hoffnungen. Es kommt immer noch das G. Immer noch ein Puzzleteil. Ja, lol, genau 100. Ich habe immer noch Hoffnungen. Hier zum Beispiel. Nein, hier ist eine Münze. Alles klar, dann halt nicht. So. Ach, da ist das G. Ja, dann ist doch nicht schwierig. Dann war das ein anderer Buchstabe. Ja, oh, da kam der schon. Ich habe keine. Ich laber wieder zu viel. Okay, das G haben wir. Puzzleteil. Alles einsammeln vielleicht. Das da unten nicht. Da ist schon ein Hebel. Nein, da ist schon ein Hebel. Ja! Yes, 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 yes. Okay, wir haben alles. Wir haben alles, Jungs. Wir haben alles, Jungs. Okay, Bats. Hier gibt es auch einen Secret Exit. Oder? Nee. Oder? Hier gibt es einen Cranky Kong Easter Egg. Okay. Hier gibt's irgendwas. Jetzt warte mal, das kommt mir bekannt vor. Oder war das nur eine Song? Oh. Oder war es gar nichts? Es war in einem anderen Level, das so aussieht. Okay, 7 Leben. Alles klar. Das hat schon ein bisschen OP, wenn man dann so 7 Leben am Ziel bekommt. Aber wir haben alles. Easy. Gut, dann war das doch ein anderes Level. Mit dem Cranky Kong Easter Egg. Ups, Spoiler. Hey. Und diesmal habe ich die Facecam einen Ticken anders mit dem Greenscreen gemacht, weil ich habe ja diesen riesigen Strich im ersten Part wieder gesehen. Ich hoffe, ich kann es jetzt ein bisschen flüssiger machen. Das müsste, glaube ich, passen. So, und jetzt machen wir noch Welt 1-3 Wrackwanderung. Und wir haben jetzt 7,5 Minuten. Och, ich glaube, ich habe ein Teil-Level. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob es da ein Secret Exit geben kann. Man muss immer mit dem Secret Exit rechnen. Das ist echt GG, wie viele Secret Exits es in dem Spiel gibt. So, hier haben wir ein Wrack. Das abgestürzt ist. Okay, diesmal kein Tempel mehr, sondern stinknormaler Dschungel wieder. So, guck mal, da unten ist ein Schild mit einer Schneeflocke drauf und die schöne Musik. Jetzt ist die Musik weg. Und da war ein Bonus drin. Konnte man natürlich schön mit der Schildkröte kaputt machen, das Schild. Ich meine, oh Gott, jetzt habe ich vergessen, wie man klettert. Jungs, ich kann es halt, ne? Einfach mal denken, warum klettert er nicht, wenn ich nicht ZR drücke. Ups. Kann man eigentlich auch ZL drücken? Ja, kann man. Okay. Hier ist einfach ein Lianenbonus, haben wir auch noch nicht. Wo man einfach nur die Bananen sammeln muss. Schön rumklettern, ja. Wie viel gibt's? 7 Stück, alles klar. Also man merkt schon, es gibt eindeutig Varianten, mehrere Varianten an Puzzleteilen. In DKCR gab es oftmals nur 5. Wie ich es bei Hübi gesehen habe. Ich weiß halt nicht mehr genau, aber bei ihm war es glaube ich oft 5. Da hatten wir jetzt schon 9 zweimal, da hatten wir 5, hatten wir 7. Und hier gibt es den dritten Kong-Begleiter, stimmt, den hatten wir ja noch gar nicht. Im ersten Level Diddy Kong, im zweiten Level Dixie Kong und im dritten Level Cranky Kong. Auch mal zeigen. Finde ich jetzt nicht so geil. Warum Tendo hat den gerne benutzt. Aber ich finde jetzt nicht so geil. Ich meine, der OP in der Hinsicht, dass man über Stacheln jetzt halt laufen kann. Zack, kann ich dir zeigen. Das juckt hier nicht. Ah, guck mal, der Griff ist sogar ein Puzzleteil. Das ist ja schön. Ja, jetzt werde ich getroffen. Und dieser blöde Pinguin Hawkeye meint, mich hier zu mobben. Das geht so nicht. Aber man kann halt auch sehr leicht vergessen, diesen B-Knopf nochmal zu drücken, weil da muss man nicht draufbleiben, sondern nochmal drücken. Das ist halt immer so ein Ding. So, hier ist ein Schalter. Okay, mit einer Bananenstaude für Cranky. Also das Level ist eindeutig halt auf Cranky Kong auch aufgebaut, das ist so ein Vorteil. Aber in einem anderen Level, in einem normalen Level, da würde ich dann schon eher Dixie nehmen. Auch wenn es manchmal bestimmt noch Puzzleteile gibt, wo man Cranky Kong braucht. Aber das... LOL, ich hab den Gegner umgebracht, indem ich den Hebel gedrückt habe. Im richtigen Moment, wie geil. Ups, Entschuldigung. Und man kriegt einfach immer Herzen, wenn ich eins verliere. Danke. Da oben ist ein Schalter. Mit einem Puzzleteil. Mit Puzzleteil Nummer 3. So, hier haben wir komische Baumstämme, die irgendwie strange aussehen. Ui. Ja, muss ich jetzt nach oben oder unten? Ich geh mal nach unten. Oh oh. Habe ich was verpasst? I don't know. Hilfe. Ich habe Angst. Wir haben wie viele Buchstaben? Wir haben schon O haben wir schon. Oh. Uns fehlen halt noch 4 Puzzleteile.
Da oben könnte was sein, wenn man den Schalter drückt. Basuf, was ist hier? Nix. Kann man da hoch? Ja, kann man. Und? Natürlich nur eine Bananenstaude, eine heftige. Ach, Mann! Aua. Da schon ist N! Leg mir doch am Arsch! Okay, hier ist ein Puzzleteil. Oh, oh Gott. Nummer 4! Oh mein Gott! Es war close. Herz. Danke. Okay. Muss ich hier weiter? Ne, muss ich nicht. Okay, Checkpoint. Immer schon das End, Digga. Ich krieg immer ein Herz, wenn ich ein Herz brauche. Das finde ich echt sozial. Oh, oh, ich weiß noch, wo ein Puzzleteil ist. Ja, das ist nämlich hier oben. Habe ich gerade dran denken müssen, wenn ich die Schnecken sehe. Oh Gott, oh Gott. Zack, hier oben ist, glaube ich, ein Bonus. Nein, ein Puzzleteil. Nummer 5. Ich habe immer noch Hoffnungen tatsächlich. Mal gucken, wann auch mal im Puzzletaus sowas rauskommt. Aus solchen Bananen kam das schon mal? Ich glaube nicht, ne? Aber das gibt's auf jeden Fall. So. Machen wir das noch auf? Wir haben die Schnecke umgebracht, indem wir gegen das Laub schlagen. Ups. So. Hier sind wieder brutale Propeller. Hier ist oben ist was. Ja, hier oben ist ein Bonus. Habe ich gesehen. Habe ich gesehen mit meinem Auge. Mit meinem Auge. Guck mal, da fehlt sogar nur noch ein Puzzleteil, ne? Muss doch einen Bonus schaffen ohne Dixie. Okay, einfach richtig hüpfen. Und dann passt es. Es war schon wieder close. So. Ja, von der Zeit passt auch noch alles bei diesen Boni. In Deckard selber war das schon ein bisschen knapper bis jetzt. Schauen wir mal, ob es da auch noch was gibt. Okay, 6 von 7. Wir haben immer noch kein G. Ich glaube, wir haben wieder alles, Jungs. Oh mein Gott, das ist G. Zack. Es kann kein Bonus-Glob mehr kommen, weil wir schon zwei hatten. Aber ich will, dass ein Puzzleteil noch kommt. Und am besten nicht sterben. Ist da was? Ja. Nur die Münze, die ich mitnehme. Oh oh. Da ist das Secret! Da ist das Cranky Kong Secret mit dem Puzzleteil. 7, genau. Und dann kommen wir mit Cranky Kong da hoch. Und da gibt's so ein Secret Exit. Und dann? Genau, das ist nämlich Cranky Kongs. Wie heißt denn das? Keine Ahnung, Plattenspielerphone. Und mit Cranky Kong kommen wir sogar zum Secret Exit. Nice. Und das hat er ja im DKC1, glaube ich, am Vorspann gespielt, das Teil. Und da konnte deswegen kam auch die Donkey Kong Country 1 Musik da. Ich glaube, das ist auch Donkey Kong Country Musik. Oder DKCR Musik. Aber wir nehmen wieder den Secret Exit mit 13 Leben! 13 Leben! Ist okay. Davor kriege ich 7 Leben. Jetzt habe ich 13 Leben bekommen. Ich habe innerhalb von 5 Leveln schon 99 Leben oder was? WTF-Spiel. Ich würde eher 13 Münzen nehmen, aber doch nicht 13 Leben. Ach du Scheiße. Uff. Okay, Spiel ist auch nicht noch synchron für euch. Und da gab es echt noch ein Secret Exit mit 1B. GG. Aber wir holen natürlich noch den normalen Exit, also bis gleich. Okay, Jungs, ich bin zwar noch zweimal dumm gestorben, weil ich halt schnell durchrennen wollte. Das geht sogar relativ gut mit Cranky Kong manchmal, an manchen Passagen. Bei den Schnecken wurde es halt ein bisschen eng, da wollte ich immer ein bisschen zu schnell laufen. Das ging nicht sehr gut aus und jetzt 12 Bananenstauden. Alles klar, warum auch Münzen? Dankeschön. Aber da haben wir das Exit geholt und ich finde es echt gut, dass es 3 Level gab, wo man die ersten 3 Level, wo man die verschiedenen Kong-Bekleider so gezeigt hat, so introduced hat. Das fand ich jetzt tatsächlich echt nice. Und jetzt waren wir noch Welt 1b Dickicht im Dunst. Ich würde sagen, wenn die letzten 2 Level 7 Minuten lang gingen, dann wird der Part 21 Minuten bis 22 Minuten. Wenn es jetzt hier auch so lange dauert mit den 7 Minuten. So, Dickicht im Dunst. Was ist das? Oh mein! Ein Silhouetten-Level, Jungs. Die gab's auch im DKCR, die waren da schon geil. Ach, guck mal, da, alles klar, da war er mein Puzzleteil versteckt. Ja, GG. Ja, und jetzt kann man hier endlich mal entscheiden, was man will. Ut, in den Dixie Kong. Entschuldigung, Cranky, aber du bist mir dumm, ich mag dich nicht so. So, und die Musik ist auch geil. Ja.
Und ich glaube, hier gibt es auch irgendwie so ein Easter Egg. Irgendwas mit Metroid, glaube ich. Bin mir aber nicht sicher. Ich meine, da mal was gesehen zu haben. Aber das sehen wir ja bald. Und ich glaube, das Level ist auch relativ möglich. Das kann ich mich auf jeden Fall, das kann ich mich auf jeden Fall auch noch erinnern. Für Puzzleteile 9. Ach du Scheiße. Okay. Warte mal, geht's unten rein? Ach was. Ach nee. Ja, GG. Alter, ich finde die Secrets, Jungs. Ich weiß, wie das geht. So, jetzt packen wir das hier runter, damit wir das Kabel bekommen. Und dann da ganz schnell hoch, schnell. Dankeschön. Und dann haben wir schon den ersten Checkpoint. Okay. Hier haben wir jetzt eine riesige Pflanze spawnen lassen. Und da ist was. Ui. Ui. Ein Puzzleteil, Nummer 3. Also, ich glaube, bis jetzt sieht es noch gut aus mit den Puzzleteilen. Okay, da war so eine heftige Bananenstaude. Ich habe so ein gutes Gefühl, dass wir die Puzzleteile kriegen. Hier vielleicht ein Puzzleteil mal? Nein. Warum auch? Warum auch? Oh, da guck mal, das ist Leben und es ist auch noch rot. So wie Donkey Kongs Schleife und Dixie Kongs Hut. Das ist toll. Alles ist so schwarz-weiß, so circa schwarz-weiß. Und der Hintergrund ein bisschen grünlich. Oder alles ein bisschen grünlich. Und Donkey Kongs Schleife und das Leben war rot. Und Dixie Kongs Hut ist pink. Genauso wie Cranky Kongs Hut. Hat der auch einen Hut? Ja, was hat denn der? Irgendwas Gelbes. Ich will da hoch, by the way. Ach, da war noch eine Liane. Ups. Ich dachte, ich muss mit dem Gegner da hoch. Ja, das ist gegangen. Ah, okay. Es wäre so gegangen. Okay. Haben wir das auch geklärt? Warte, da war noch eine Banane. Ich weiß ja nicht, ob man das einsammeln muss. Okay, muss man nicht. Danke für die Info. So, da ist nix. Okay. Da kann man vielleicht was zerstören. Ja. Und? Ui. Eine Banane, die sogar Münzen spawnen kann. Okay. Schnell die Banane mitnehmen. Und ein Puzzleteil dafür kriegen. Okay. Aber sonst haben wir hier nichts mehr, ne? Gut. Dann klopfen wir hier das kaputt, dann machen wir das da hoch. Das gibt auch wieder sehr viel Sinn. Er zieht den Hebel und er trägt sich mit selber hoch. Man kennt. Ach ja, Donkey Kong, du machst da. Oh, hier gab es glaube auch irgendwie ein Puzzleteil. Ich glaube, hier gab es auch ein Puzzleteil, deswegen sollen wir mal langsam. Ja, hier ist der Stern. Ja. Babam, Jungs, ich wusste das noch, ich wusste das noch, oh yeah. Einfach. Das ist auch so ein Ding. In Donkey Kong Country Returns, das erste Silhouettenlevel, was auch in der ersten Welt war, da gab es auch so ein Puzzleteil, wo man kurz stehen bleiben musste, damit der Hintergrund sich in irgendwas verformt. Das ist eindeutig davon inspiriert, ja? Fand ich ziemlich nice. Und da war einfach ein Stern. Cool. Den habe ich natürlich nicht verpasst. Und da ist schon wieder ein Puzzleteil. Ich glaube, wir kriegen die 9. Ich glaube, wir kriegen gut die 9. Wir haben jetzt schon 6 und einen Checkpoint wieder. Und wir sterben ist jetzt echt relativ wenig. Finde ich auch gut. So, oh, da unten wäre noch ein Kong-Begleiter, wenn wir sterben würden. Was wir bis jetzt noch nicht oft haben. Oder oft sind. So. Und jetzt ist da oben schon wieder ein Puzzleteil. Ich glaube, wir sind bald am Ende. Schon 7. Hier oben ist noch... Was bringt mir das? What the fuck? Okay. Alles klar. Diese Gegner da, die sind immer aus dem Boden kommen, die gab es auch in Donkey Kong Returns. Ja. Wow, 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 ganz ruhig, Donkey Kong. Also, die waren auch schon in Donkey Kong Returns am Nerven. Bis jetzt hier noch nicht, aber in Returns haben sie genervt. Ja, jetzt haben sie auch genervt. Jetzt können wir wieder ein Herz eigentlich mal spawnen lassen. Ja, und man will die Spezialattacke benutzen. Ja, ich muss das machen. Und dann gibt es dann irgendwie ein Puzzleteil. 8 von 9. Kommt dann Gegner. Ja, da kommen 2 Gegner, perfekt. Wir Herzen holen. So. Und dann war es auch schon mit dem Level, glaube ich. Und ich wollte irgendwas sagen. Da ist schön, dass wir erst das N hatten. Oh nein, das war asozial. Da kann man so leicht verkacken. Yes, ich muss nicht sterben. Ich hab's geschafft, Jungs. Oh mein Gott, ich habe da so oft verkackt schon. Dieses Rätsel mit diesen blöden Bananen, das war echt knapp bemessen. 9 von 9, Jungs. Und das G kommt, glaube ich, noch. Ich glaube, das G kommt noch. Man braucht einen Kong-Begleiter dafür. Ja, das kommt noch. Gut. Yes, Jungs. Wieder ohne Score. Oh, nein.
Am besten jetzt noch Dixie Kong verloren, Alter. Okay, nur eine Münze, kein DK Logo, aber es hat mir schon genug. Wir kriegen ja 13 Leben und nochmal 7 und 20 Leben durchs Ziel bekommen. Ja. Da haben wir es, Jungs. Kong und 9 Buchstaben. Buchstaben, genau. Ich sag immer Buchstaben. Puzzleteile. Und die Aufnahme ist kürzer als die letzte. Und ich habe in der letzten Aufgabe nur 2 Level geschafft. Alles klar. 23 Minuten ist die Aufnahme. Und ich muss 3 Minuten rausschneiden. Perfekt, habe ich also richtig gerade mit 21 Minuten. Würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Lass ein Like da, wenn es dir gefallen hat. Mal schauen, wie das jetzt hier so weiterhin ankommt. Ich bin immer noch motiviert. In der nächsten Folge geht es dann zum K-Level. Die werden lustig, die werden lustig, Jungs. Und ja, ich hoffe, ich sehe dich beim nächsten Mal wieder. Hau rein, dann Tiger und bis zum nächsten Mal. Und ciao.